Und damit willkommen zu einem neuen Part von Splatoon 3 Online. Ich habe mit Schrecken festgestellt, dass ich zwei Waffenarten noch nie gekauft hatte hier in Splatoon 3. Einerseits diese Waffenart und andererseits, wo ist sie? Warte, wo ist sie? Da, diese Waffenart. Und tatsächlich kaufe ich dann jetzt dementsprechend diese Waffe hier. Boah, bin ich doch ein bisschen überrascht. Gut, dann freue ich mich jetzt auf die Runden hier. Bis gleich. So, sehr, sehr schön. Mit Leonie, Blade in meinem Team gegen Angie und Carter. Ja, Leonie nach einer Weile wieder mit am Start. Genauso wie Angie. Was doch sehr, 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 sehr schön ist. Und guck mal, wie ich mit einem Contra Blaster performe. Ich habe gar keine Ahnung, wie ich mit Contra Blaster bin. Vielleicht in Splatoon 2 mal ab und zu gezockt. Hier in Splatoon 3 noch nie. Daher, ja, mal gucken, wie das wird. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich will heulen. Das verbiete ich dir nicht, sagen wir es mal so. Aber warum denn das überhaupt? Wenn ich weiß, dass Blade im Gegnerteam ist, dann ist schon vorbei. Ach. Das war natürlich jetzt da dumm mit der Kleckbombe. Da brauche ich nicht mal mir Mühe zu geben. Ach, das musst du machen. Oh, sehr schön. Ich spiele auch Waffen, mit denen ich nicht so... Wie auch Waffen, mit denen ich nicht allzu gut bin, ne? Aber irgendwie Nein. Bist du doch wie ein Gott. Wer war das? Okay, keiner von euch. Wir haben auch zwei Sniper, das kann ja nur gut werden. Die ja, eine Sniper ist wie ich, trifft nix. Ihr seid gerade in Gefahr, das finde ich schon mal ganz gut. Das meine ich ja. Guck dir Blade an, Killermaschine. Ich bin tot! Du hast mich davor aber noch gekillt. Nein, von der Seite. Nein! Von der Seite! Hallo Dennis! Hallo! War mir ein Vergnügen, dich zu killen. Das glaube ich dir sogar, dass das ein Vergnügen war. Blade hat schon Rache für dich ausgeübt, ich bin tot. Der eine Sniper aus dem Team ist wirklich tot. Ich renne nicht wie Granat rein. War klar. Was, Rollator? Yes! Die Waffe ist eigentlich ganz gut. Unsere beiden Sniper sind so schlimm dumm geführt. Die eine hat mich schon einmal bekommen. Die andere Sache habe ich schon dreimal bekommen. Der Sepiator. Der hat mich dreimal schon gekillt. Ich sehe ihn nur sterben. Der Stop 3000 auch, wenn du aufgepasst hättest. Nein, das war doof. Was? Der ist top da über. Also, der Sepiator ist schon gut, muss ich sagen. Ja, das Abzeichen rechts an seinem Banner, das ist zur Top 3000. Ah, Dennis, deine Klecksbombe war. Ja, nee. Ja, die habe ich mit Absicht gesetzt. Kann man sich auf die Klecksbombe setzen, aber ich will nicht wissen, wie das dann aussieht, wenn die rumgeht. Vater, das machen wir nicht. Hey, von wo? Von da. Habe ich dich gesehen. Okay, Gegner ist immer noch in Gefahr, das ist eigentlich ganz gut. Das kann man so machen. Finde ich gut. Nicht. Dennis, geh mal bitte weg. Danke. Nein, Dennis, was ist jetzt los? Warum bin ich nass und der CPA hab ich schon wieder geholt. Ein paar Sekunden vorher waren unsere Tintenfische noch größer als die der Gegner, aber... Ich nehme der alles Der CPA war so gut. Der CPA aus eurem Team war so gut. Das haben wir nicht. Bitte. Gott verdammt! Was? Nein! 44,6 hat der Gegner! Was? Ja, deren Base. Ja, dennoch! Da war so viel lila! Meine Seele verkaufe ich an den Teufel. Oh, Junge. Gott verdammt, nicht hab ich nie verkauft. Oh, am Ende bin ich so viel gestorben, das war nicht gut. Das war echt nicht gut. Am Anfang lief es gut. Aber dann später dann nicht mehr. So, da sind wir in der nächsten Runde. Hier Mari Resort. Diesmal ist Blade im Gegnerteam. Dafür kamen Angie und Leonie. Ja, Leonie ist immer noch in meinem Team, aber Angie kam dafür in mein Team jetzt rein. Haben beide so gesehen getauscht, okay. Und dann gucken wir mal jetzt hier. Ja, übrigens, was ich auch jetzt im Stream erfahren habe und auch nochmal von Blade, dass jetzt eine Map überarbeitet werden soll. Was Schwertmuscheris war oder was war das? Welche Map? Aalstahl-Metallwerk. Achso, Aalstahl-Metallwerk.
Okay, das ist auf jeden Fall sehr interessant. Das war jetzt auch natürlich doof, dass du mich gekillt hast. Weißt du schon zu wann? Also jetzt in die Woche oder wie? Ich glaube, ob in ein paar Tagen, so in 2 oder 3 Tagen. Ja, moin. Ich muss mich gerade zusammenreißen, nicht zu schreien. Das war doof. Das war. Aber ich möchte dachte, so ich gerne bin klug. Schreien. Ich dachte, ich bin klug und das war nicht klug. Das war nicht klug. Das kriegen wir noch hin. Das kriegen wir noch hin. Ich sehe schon, der Umbrella ist nervig. Ist auch gut, dass ich eben die ganze Zeit geredet habe und dachte, ignoriert mich alle. Ich so, hä? Hallo? Ich die Tür. So, macht euch mal hier weg. Nee, und ihr weg? Komm, sorry, Blade schade. Musste sein. Du hast mich 2-mal gekillt. Das ist 2-mal ist zu viel. Oh, da ist er, da ist er. Ich hab ihn. Ja, Blade, dann kommst du natürlich. Ja, Blade ist tot. Blade ist tot. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr wichtig. Ja, wieso? Ich bin ja, in deren Spawn. Was hast du mir angetan? Der kommt jetzt. Gott. ich hab ihn nicht gekillt. Ich war's nicht. Der wird trotzdem auf mich losstellen, weil ich ihn einmal gekillt hab. Was war das jetzt hier? Carter, warum? Ah. Oh Mann. Sorry, Kata musste sein. Das ist richtig. Immer ja, drunter. Okay, wo greifen wir jetzt an? Da greifen wir an. Nein, er ist nicht gestorben. Und hinter mir war noch jemand. Mein Gott, Blade, ich hatte gerade einen Jumpscare-Moment wegen dir. Dass ich mal Jumpscares wegen Blade bekomme, da ist was passiert. Oh mein Gott. Komm, ich krieg eures Blattling nicht. Das find ist gut, ich gut. Dass wir mal einer Meinung sind, Dennis, was hab ich verpasst? Ja, ich weiß auch nicht. Und was ist passiert? Einfach alles habe ich in meinem Leben verpasst. Ja, anscheinend. Ich glaube, ich hab hier ein paar Kapitel übersprungen, allgemein so. So, endlich mal diesen. Wie überlebe ich das alles? Wieso bin ich überhaupt? Warum lebst du noch? Ach, er ist tot. Wie habe ich das alles überlebt? Lol. Da frage ich mich gerade. Kata färbt, das ist nur rein. Nee. Nein, Kata nicht färben. Alles andere als färben. Ja, aber der Doppelbart. Ah, das haben wir trotzdem verloren. Ich habe Kata aus Versehen noch getötet in der letzten Sekunde. Ich frage mich immer noch, wie wir gewonnen haben. Sorry. So. Manchmal habe ich so das Gefühl, dieses leider Spiel verloren. Leider verloren, aber ja gut. Dafür gewinnen wir vielleicht wieder die nächste Runde. Aber ich weiß nicht, wie jetzt meine Leistung war. Ich glaube, ich bin mehr gestorben, als ich gekillt habe. Ja, leider ja. Aber dafür könnte die nächste Runde wieder besser werden. Gucken wir mal. Vielleicht haben wir jetzt auch mal die andere Map, nicht immer nur Mario Resort. Das wäre ganz gut. 4-6 stehe ich, 1-6 hat Leonie. 4-4, 3-2, ja, okay, passt. Ja, wir haben jetzt Manta Maria. Sehr, sehr schön. Und alle gegen Kata. Oh. Kata, was hast du verbrochen, dass wir alle gegen dich sind? Ich habe keine Ahnung. Ja, also irgendwas musst du ja getan haben. Das muss ja einen Grund haben. Warst du unartig? Eigentlich nicht. Ja, eigentlich, aber... wenn das kleine Wörtchen eigentlich da nicht wäre. Eigentlich macht jeden Satz kaputt. Ja. Das ist nicht oder gut, das ist nicht gut. Hui! Diese Heulboje! Wäsch mit dir, Kater! Ich hab 3 Gemisse. Du bist zu leise. Mein Kill geklaut. Einer kommt zu uns, Dennis. Einer kommt zu uns hier hinten rum. Jo, alles klar. Blade runtergefallen. Oh nee. Was los? Oh, Blade! Ich seh schon. So, okay. Da ist ein Gegner. Da ist einer. Bei mir ist einer. Den na, Gegner der hat sich leider geholt. Der ist sogar fast tot. Was ist mit der Name Norbert? Diesem Emoji. Jemand ist bei uns in der Basis im Übrigen. Das hab ich doch gesagt. Der ist dann verschwunden. Wahrscheinlich war der da noch. Anscheinend. Naja. Wir haben ja gerade noch alles unter Kontrolle. Noch, Dennis. Ja. Liegt auf noch. Oh oh. Aua. Da konnte ich dich nicht beschützen. Kata, geh weg. Ja, Mensch, Angie, warum kannst du mich da nicht beschützen? Ich hab auf dich gezählt.
Wäre ich mit tun Gott gerne, aber ich bin kein Gott. Ach so. Ich bin nur der Gott auf gar nichts. Wow. Gott auf gar nichts. Oh mein Gott, dieser Disperser. Der hat mich auch, aber da war ich blöd in der Corner und konnte nicht. Ich muss sagen, die Runde läuft deutlich besser. Jetzt sterbe ich, ich sterbe. Verdammt, bitte sag das nicht. Aber ich bin gestorben. Du weißt was. Du hast Glück, dass ich keine Tinte hab, Kata. Au. Ich bin so gestorben, weil ich Low Ink hatte. Galaxy Miner macht richtig, der benutzt meine Beacon. Komm, weg mit dir, weg hier vorne. Ich muss sagen, mit meinen Kills bin ich eigentlich ganz zufrieden, so Kata, das war nix. Ja, ich spring immer wieder zu der Map. Ich spring immer wieder zu der Strohboje, die oben ist. Warte, ich kann nochmal eine machen, weil das war. Du hast mich beinahe verraten. Nein, Kata, das waren wir nicht hier. Oh mein Gott. Denkst du, du kannst da hinspringen? Oh nein, ich hätte meine Ult. Hinter euch ist gefärbt, also. Hinter. Leo. Ich benutze meine eigene Sprungfolie, weil es zu riskant ist. Ich stelle jetzt gerade zum Springen, Kata. So, Kata, das machen wir nicht. Einfach hier durchbrechen, das finde ich nicht in Ordnung. Lauf hinter von hinten. Hab ihn. Sehr schön. Hab ihn für dich. Sehr schön. Angie, wir sind ein gutes Team. Ja. Muss ich leider zugeben. Wir sind gut. Was heißt hier leider? Ach, Mann. Mein Ego sagt, ich sollte das nicht sagen, weil dein Ego dann sehr weißt du, mir gefällt das nicht. Deswegen muss ich leider zugeben. So, Runde haben wir gewonnen. Tut mir leid für Kata, dass sie wieder eine Runde verloren hat, aber so ist es halt. Setz live. Im Stream am Samstag lief es bei mir ja auch nicht gut. Da hatte ich ja 8 Runden hintereinander verloren. War ja auch nicht so toll. Aua. Ja. Gut. Oh, Blade, sehr schön. Ich hatte kaum Kills, also ich habe nur gefärbt. Ja, dafür 10-5. Ich bin sehr zufrieden. Das kann man auf jeden Fall so machen. Das war jetzt auf jeden Fall schon besser. Mal gucken, wie die letzten beiden Runden hier noch laufen. So, jetzt alle gegen Leonie und Angie. Alles klar, also fast alle gegen Leonie und Angie, weil die anderen sind halt hier jetzt in meinem Team. So, Kata, willst du jetzt mal eine Runde gewinnen? Ja, tatsächlich ja. Kata hat doch schon eine Runde gewonnen mit mir. Echt? Ja. Oh. Das war die eine Runde, die war dann doch. Ich habe keine Ahnung. Nee, das war die Runde, wo ich Carbon-Roller gespielt habe. Ah, ach so, ja, ich erinnere mich. Aber wer ist denn hier jetzt Dennis, hier? Das war doof. Das war ich. Ach so, mein das warst du. Ich dachte, das war doof. Ey, ich bin nicht doof. Noch nicht. Ich bin auch nicht doof. Mein Stepp hat gerade aufgehört. So, Leonie. Wir haben 2 Stepper. Einmal den normalen und einmal den. Den ich habe. Mit Schwammpaket. Dann wollen wir mal zur Gegnerbase aufbrechen. Nein, Dennis, nein. Doch? Nein, du warst da unten und ich musste Tinte nachladen. Schade, Kater. Ich wusste nicht, dass das Ding mit Squid Row so OP sein kann. Ich habe ein Geschenk. Nee, das ist jetzt ein schlechter Zeitpunkt, Angie. Das war ein schlechter Zeitpunkt. Dafür bin ich doch bekannt, denn hättest du nicht ein bisschen warten können? Nee. Warum? Meine Schwarmraketen müssen zur Arbeit, deswegen. Ja, dann kommt es halt zu spät. Das ist mir dann aber auch egal. Warte, was machst du für einen kaputten Abgang? Das war ein Wunderschön. Der Typ heißt Dido. Nein. Ich bin voll in ihre Arme reingelaufen. Das ist doch nicht gut. Warum bin ich jetzt so schlecht? Die letzte Runde war doch so gut. Weil wir wieder auf Mario-Resort sind. Da bin ich irgendwie nicht gut. Oha. Ich hab halt das Urlaubsfeeling. Deswegen gewinne ich jetzt hier. Das Urlaubsfeeling. Da ist dein Torpedo da. Nee. Und dein Stempel erst. Recht. Also, das ist ich glaube los. Nicht, ne? Ach ja, ich ihr seid ja zwei Spartaners. Ach so. Oh. Einmal, ich bin die mit Schwarmraketen. Ah, okay. Die mit dem schlechten Timing. Stimmt. Nein! Ja! Das hast du bitte nicht gesehen. Das hab ich sowas auch gesehen. Das fand ich richtig schön. Ich spring halt zu diesem. So, come back hier!
Ich bin ins Wasser, das ist ja noch besser. Sehr schön. Ist so peinlich gerade. Was mache ich? Ist alles auf Aufnahme. Na toll. Nee. Na doch. Bitte lösch diese Aufnahme. Oh, nee. Zeig dich an. Gib doch mal. Wie viel Hit willst du noch aushalten? Ich bin einfach unzerstörbar. Wie der Iron Man Anzug. Jetzt ist hier wieder der Splatana, Mann. Ich habe doch extra vorher geguckt, ob der irgendwie in der Nähe ist. Er war nicht in der Nähe und dann kommt er natürlich an, wenn ich gerade runterspringe. Ich muss hier. Jetzt haben wir verloren. Wie habe ich... Oh mein Gott, ja, Mann. Das ist schlecht. Mein Herz rast gerade. Jetzt könnten wir doch gewonnen haben. Obwohl. Ah, sieht knapp aus. Yes. Es tut mir so leid. Boah, nur eine Goldmedaille. Ich hab drei wieder. Aber ich hab wieder keine Gesamtleistung. Also die Waffe macht sehr viel Spaß, aber ich bin irgendwie heute damit nicht ganz so gut. Liegt an der Map. Es liegt einfach an der Map. Ganz einfach. Oh mein Gott. Gut, eine Runde haben wir noch vor uns. Mal gucken, wie es da dann läuft. Okay. Oh. Kater, wir kriegen's hin. Hopp, 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 hopp. Ich hatte fast Angst. Ich hab auch Angst. Aber es wird schon. Ich hatte kurz Angst, dass ich alleine bin. Das meinte ich. Achso. Ich hab trotzdem Angst. Aber ist egal. Und Mari so. Das finde ich jetzt natürlich nicht so toll. Aber okay. Finde ich gut. Finde ich nicht. Fast wieder ins Wasser. Oh Gott. Aber nur fast. Leonie versucht ins Wasser zu schwimmen. Nein, Angie. Eigentlich bin ich ein Tintenfisch. Ja, okay. Jetzt hat Blade mich. Liegt, das müsste, war doch klar, dass es Blade ist. Ich habe noch nicht seinen Namen gesehen, aber es war klar, dass er es ist. Wenn man stirbt, einfach random, ist es meistens Blade. Ja. Ich frage mich, wie Nintendo auf die Idee mit Splatoon kam. Würde mich mal interessieren. Ist eine sehr gute Frage. Paintball, but make it a shooter. Somehow. Mit Tintenfisch. Ich muss rausjumpen. Ja, macht doch alles Sinn, oder? Ja, natürlich. Och, wer hat jetzt diese blöden Schwammraketen? Ich. Deswegen bin ich rausgejumpt. Viel Spaß mit diesem Geschenk. Ach komm, wieso stirbt keiner dran? Nein. Ach. Warum geht jetzt? Danke. Danke. Nein, da ist ja noch Angie. Ich dachte, die Luft ist rein. Oh, beide noch mitgenommen. Und aber dann an dem... Die haben beide Wandschwapper. Oh Gott, Alter. Yay. Nicht. Alles nur zu viel. Denk dir, Leonie. Ich hab's nicht genau gesehen. Nein. Ja, Angie. Ja. Schön hast du das gemacht. War wieder auf Aufnahme. Ich fand nicht so gut. Oh, ey. Dennis, lösch es bitte. Nein. Auf gar keinen Fall. Das ist Erpressung. Ja. Das ist Erpressung. Ich will nur mal gesagt haben, sie hat freiwillig der Aufnahme zugestimmt. Nein, hab ich nicht. Ich wusste nicht, dass ich ins Wasser falle. Wusste ich auch vorher nicht. Wenigstens bin ich jetzt nicht im Wasser gestorben. Du hast doch den Vertrag unterzeichnet. Falls irgendwelche Peinlichkeiten passieren, dass das trotzdem veröffentlicht wird. Ehrlich gesagt, nee, also, habe ich extra vorher draufgeschrieben. Muss ja auch das Kleingedruckte lesen. Ich lese nie das Kleingedruckte. Das ist dann natürlich ein Problem, dass du das nicht machst. Dann ist es deine eigene Schuld. Wieso sind die jetzt alle gestorben? Das finde ich ja nicht so gut. Also wir haben doch im neuen Wonka-Film gesehen. Wie der Wandschwappa jetzt erst mein Beacon gesehen hat, ist peinlich. Dennis, geh weg, ich weiß, dass du noch da bist. Also der neue Wonka-Film hat doch wohl gezeigt, wie wichtig es ist, Kleingedrucktes zu lesen. Den habe ich nicht gesehen. Bitte nicht spoilern. Ich will den mir noch angucken. Und den alten. Ich weiß nur so grob, um was es geht. Aber bitte nicht spoilern, den will ich mir selber angucken. Wie habt ihr das noch gemacht? Das habt ihr nicht gewonnen, das verändere ich. Wir haben gewonnen, ihr seid in Gefahr. Na toll. Traurig. Das ist natürlich ein bisschen problematisch. Aber okay. Komm. Oh, schade. Knapp daneben ist auch vorbei. Das stimmt. Naja, aber trotzdem ein lustiger Port, muss ich sagen. Das muss ich sowas sagen. Finde ich auch. Wenn ich übelst oft ins Wasser gefallen bin. Naja. Beim nächsten Mal geht's auf jeden Fall hier weiter.
nächste Woche dann. Und ich bin immerhin positiv von der KD her jetzt hier. Also ich bin zufrieden. Es lag nicht an mir. Es lag an, wer hatte negative KD? Ich. Kata. Nein, natürlich nicht. Dennis, du bist mal wieder sehr nett. Ja, wie immer. Unterwegs. Wie immer. Von daher, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, vielen Dank fürs... Nein, ich hatte ja schon heute Kapsel geholt. Nein, egal. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Und tschüss. Tschüss. Tschüss.